So, ich mache mich mal ein bisschen größer, als ich bin. Also, heute eine Partie hier gegen Magdeburg. Emanuel Mbende, was war das für ein Spiel? Beschreib's mal. Ein sehr kampfbetontes Spiel und ja, wir waren vorbereitet. Uns wurde klar gemacht, was uns hier erwartet mit der Atmosphäre, mit den Fans. Und das hat man nicht jedes Drittligaspiel und deswegen war das umso schöner für mich. Und sehr erfreut, dass wir die 3 Punkte hier mitnehmen konnten. Und du ganz persönlich, du durftest von Beginn an ran. Ja, war es eine ganz große Umstellung, mit dem Kevin da in der Innenverteidigung zu stehen? Oder wie hat es sich angefühlt? Du hattest ja echt eine Menge zu tun heute. Ja, also eine große Umstellung war das nicht. Ich meine, wir trainieren tagtäglich zusammen und da spielt man sich schon ein. Aber trotzdem war das eine schwierige Aufgabe. Wir hatten zwei hervorragende Stürmer gegen uns und wir mussten da viel reden. Und ja, deswegen war das auch ein hartes Stück Arbeit für uns. Trotzdem 2 Gegentore kassiert. Ist das was, wo du sagen kannst, das können wir mal verschmerzen? Ich meine, wir haben ja 4 Buden vorne auch gemacht. Oder wie siehst du es? Als Verteidiger will man natürlich immer zu Null spielen. So, aber letztendlich, hallo. Dankeschön. Letztendlich freut man sich trotzdem, wenn man das Spiel dann trotzdem am Ende noch gewinnen kann. Und ja, Tore, wie man versucht, man immer zu verhindern. Aber ja, heute ist der Sieg wichtiger. Ja, ihr habt es ja zumindest verhindert, dass die Magdeburger noch näher rangekommen sind. 4:2 am Ende. Der Auswärtssieg der allerersten dieser Saison. Ich denke, das ist Grund genug zur Freude. Herzlichen Glückwunsch an dich. Dankeschön. Dankeschön. Danke dir. Ja, Anton Fink, bei dem scheint es ganz gut zu laufen aktuell, hat sich hier auch wieder mal in die Torschützenliste eingereiht. Beim Heimspiel gegen Mainz, da habe ich ihm noch gesagt, naja, so viel wünschen kann man sich eigentlich gar nicht mehr, außer vielleicht ein Gegentor weniger. Jetzt haben wir 2 Gegentore, okay, trotzdem 4 Buden heute gemacht. Das ist schon Wahnsinn, wie diese Tormaschine aktuell läuft bei euch. Ansonsten, der Platz, der Magdeburger spricht von einem Sandkasten. Ich weiß nicht, wie hast du das Spiel heute so gesehen? Dass es ein Sandkasten ist, ist richtig. Uns kam es eventuell zugute, weil wir die ganze Woche auf Sand trainiert haben. Unser Platz ist genauso und da sind wir eigentlich gut zurechtgekommen und ja, das hat uns dann ein bisschen in Karten gespielt. Ansonsten, wie ich hatte es gerade angesprochen, die Tormaschinerie, die läuft ganz gut. Ist irgendwas anders geworden letzte Woche oder seid ihr jetzt einfach richtig in Gang? Oder, weil es scheint ja auch wirklich vom gesamten Mannschaftsgefüge her offensiv, aber auch defensiv zu laufen, oder? Gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, da müssen wir trotzdem aufpassen? Ja, wir sollten trotzdem nicht zu viel Gegentore kriegen. Aber ich muss sagen, wir haben uns die ganze Woche über Magdeburg unterhalten, über den ihr Spiel. Wir wussten, wo die ihre Stärken haben. Wir haben uns auch selber hingesetzt als Mannschaft, dass du nur hier bestehen kannst, wenn du aggressiv bist, robust bist. Und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Vor allem insbesondere der erste Halbzeit. Dass die zweite Halbzeit kommen, auf ihr eigenes Tor spielen, dann vielleicht noch die ein oder andere Chance bekommen. Das ist normal. Du kannst nicht die ganzen langen Bälle verhindern von denen, auf Beck, auf Sowislo. Die sind sehr, sehr schwer zu verteidigen. Aber das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Auch ein Lob muss ich an Manu sagen, der sein erstes Pflichtspiel Startelfdebüt feiert. Der hat es sehr, sehr gut gemacht, unaufgeregt. Und ja, wenn er das hält, ist es eine gute Verstärkung für uns. So, nochmal lobende Worte von Anton Fink. Letzte Frage von mir. Das ist der allererste Auswärtssieg auch gewesen in dieser Saison. Registriert man das als Mannschaft oder sagt man, nö, wir sind einfach nur froh, dass wir noch weitere 3 Punkte auf dem Konto haben? Ja, wir sind froh, dass wir 3 Punkte auf dem Konto haben. Natürlich ist es so, dass der Knoten irgendwann platzen sollte, weil sonst kannst du nie 2 Spiele hintereinander gewinnen. Das haben wir jetzt Gott sei Dank gemacht. Jetzt haben wir Bremen vor der Brust. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ist keine Laufkundschaft, das wissen wir. Da wollen wir natürlich einen 3. Sieg in Folge feiern. Ja, also Konstanz in unseren Reihen bekommen, das ist die Aufgabe. Vielen, vielen Dank, der Anton Fink. Und jetzt erstmal ab unter die Dusche. Dankeschön.